Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem neuen Tutorial auf meinem Kanal Official Luca Designs. Und heute möchte ich euch mal den RGB-Effekt zeigen. Und zwar habe ich euch mal hier jetzt was vorbereitet, meinen alten Psycho-Banner. Und hier seht ihr jetzt gerade mal hier, dass das so auf der einen Seite grün aussieht und auf der anderen Seite so pink heißt die Farbe, ja. Und hier auch. Und da wollte ich euch jetzt zeigen, wie man das Ganze macht. Das ist jetzt nur ein ganz schnelles Tutorial, soll nicht lange gehen, weil ich dann noch am Schluss was anzukündigen habe. Deswegen bleibt dran. Und deswegen tun wir jetzt hier mal erstmal die Ebene löschen. Dann seht ihr, ist hier der ganze Effekt weg. Und wechsel mal zu dem hier, was ich vorbereitet habe. Ist einfach nur eine schwarze Ebene, also keine Zauberei. Machen eine neue Ebene. Machen mal hier einfach ein Rechteck. So, was ist der RGB-Effekt? Also, erstmal kopieren wir das Ganze mit Command und J oder Steuerung und J. Drücken Rechtsklick, auf eine Ebene reduzieren. Machen da Doppelklick drauf oder gehen nach unten auf FX und gehen auf Fülloption. Und hier findet man dann die Kanäle. Was ist RGB? R steht für Rot, G für Gelb und Blau, B für Blau. Ja, und jetzt machen wir mal einfach aus Spaß Gelb raus. Das heißt, wir löschen jetzt aus diesem Bild die Farbe Gelb. Und wenn wir das jetzt dann hier mit den Pfeiltasten verschieben, oder wir können es auch einfach so verschieben, aber dann ist es ein bisschen kräftig, sieht man, dass dann einfach die Farbe Gelb fehlt. Man sieht also nur noch Magenta und Grün. Und das andere, das geht dann natürlich auch mit anderen Farben, also man könnte jetzt noch einen Kanal löschen, da wäre es rot und blau nur noch. Oder wir löschen nur mal das hier, das hier, das hier, das sieht jetzt nicht so gut aus, finde ich. Am besten finde ich eigentlich entweder das hier oder das hier. Und wenn man natürlich alles drin hat, dann bleibt es so, weil ja dann im Prinzip diese ganze Ebene nur verschiebt wird. Das heißt, wenn ich das jetzt hier deaktiviere, sieht man, da verschiebt sich einfach nur das Rechteck. Und je nachdem, wenn ich das ausmache, tut sich halt aus dieser ganzen Ebene die Farbe löschen und dadurch wird es dann eine andere Farbe, logischerweise. Und das Ganze will ich jetzt euch auf einem Banner zeigen, indem wir einfach komplett alle Sachen, also alle Ebenen, markieren und dann Rechtsklick auf eine Ebene reduzieren. Das findet ihr hier. Auf eine Ebene reduzieren, das kann ich ja jetzt nicht mehr, ist nur noch eine. Und das Ganze, dann kopieren wir die mit Command und J. Oder Steuerung und J, drücken dort Rechtsklick drauf oder wie gesagt unten auf FX und Fülloption und dann machen wir hier einfach den Kanal aus. Dann zoomen wir ein bisschen rein, dass wir es besser sehen. Und dann verschieben wir das mit den Pfeiltasten. Ich würde es nicht so verschieben, sonst ist es ein bisschen stark und es sieht dann auch nicht so geil aus. Deswegen machen wir das lieber mit den Pfeiltasten, dann seht ihr, wird es überall angewendet. Und wie ihr vielleicht schon bei meinem alten Tutorial gesehen habt, kann man ja Masken anwenden, dass es nicht überall ist. Man könnte es auch theoretisch einfach nur rausradieren, aber ich mache es lieber mit Masken, da kann man es dann wieder hinradieren, wenn man es da doch haben will. Und deswegen erstellen wir uns, ich mache jetzt hier mal eine andere Farbe, das passt nicht so gut. Da passt eher das hier, sieht man aber, ah doch, sieht man. Und deswegen nehmen wir jetzt hier, machen wir mal eine Maske. Und nehmen den schwarzen Stift und dann können wir es hier entweder wegradieren oder wir machen jetzt nochmal rückgängig alles, tun die Maske invertieren, dass die Maske da von weiß auf schwarz geht und dann können wir eben dort dorthin malen, wo die Maske aktiviert werden soll, also wo dann der Effekt drauf ist. Und dann haben wir hier schon diesen RGB-Effekt. Ja, das war es jetzt eigentlich schon. Und nun zu meiner Ankündigung. Und zwar habe ich jetzt auch einen Teamspeak-Server. Die IP findet ihr in der Beschreibung oder werde ich vielleicht auch noch unten im Video einblenden. Und ihr könnt jetzt auch bei mir per PaySafe-Cards zahlen. Und zwar kann ich das jetzt in Amazon-Gutscheine umwandeln und es ist relativ günstig. Und falls ihr einfach was bestellen wollt, addet mich einfach auf Skype. Findet ihr auch in der Beschreibung. Und zur Aktion mache ich die Banner für 10 oder 15 Euro. Je nachdem, ob ihr 2D oder 3D Banner wollt. Ja, jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da oder liked das Video. Würde mich freuen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!